Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Versuch eines Let's Plays. Ich bin hier auf einer Website, die nennt sich Board Game Arena. Ihr seht es oben eh eingeklickt. Das wollte ich eigentlich. Ja, ich spiele mit. Was wir hier machen ist folgendes: Hier werden Brett- bzw. Kartenspiele gespielt und ich werde euch auch gleich versuchen zu erklären, worum es in dem Spiel hier geht. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass man seine Karten anbringen muss, ohne dass man welche nehmen muss, weil das negative Punkte bringt. Und wir fangen gleich supi an, weil wir nehmen gleich die erste Karte, und zwar gehen wir da rein. Was soll's? Wir sind freundlich. Ja. Was wir spielen ist 6 nimmt. 6 nimmt bedeutet, wir müssen Karten ausspielen. Oh, nochmal den, das ist wurscht. Ah, verdammt. Ah, wobei anderen ist es gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Wir kommen nicht als 6er dran. 26, gut. Bei dem Spiel geht es darum, jeder sucht sich eine Karte aus, die er ausspielt. Die werden dann aufgedeckt und der mit der niedrigsten Karte fängt an, sie zu legen. Zu legen ist es ganz einfach. Man legt zuerst, man legt immer dort an, wo es am nächsten dran passt und zwar größer ist. Das heißt, da muss man gar nichts machen. Das macht das Spiel für einen selbst. Den 73 nehmen, der passt nämlich genau daher. Das heißt, wir sind auf keinen Fall der Sechste. Wenn man der Sechste ist in einer Reihe, lässt man nur seine eigenen Karten dort und muss sich alle anderen, die dort liegen, nehmen. Was ausgezeichnet ist, also was ganz schlecht ist eigentlich, weil man möchte möglichst wenig Karten in der Hand haben. So, 55 haben wir da. Puh. 44 nehmen wir. Das ist gut. Das passt nämlich hier an. Ah, verdammt, ich hätte 43 nehmen sollen. Ich bin ein Idiot. Okay. Das geschieht mir recht. Ich bin so unfähig, was das betrifft. 40. Na gut, besser den 44er bin ich los. 50er. 88, 97, jetzt ist das weg. Und der 100er kommt daher. Puh, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Mit 54 ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich da das da kriege. Ich werde 71 nehmen. Oh, mit 71 darf ich mich sogar noch herlegen, ohne dass ich was nehmen muss. Schau was an, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und 101. So, mal 30er mal. Der dürfte bei dem 21er drauf passen, ohne dass ich irgendwie zu viel legen muss. Ja, genau. Für jede Karte, die man quasi nehmen muss, auf den Karten sind diese Hornochsen-Symbole drauf. Jedes Hornochsen-Symbol ist ein Minuspunkt quasi. Das heißt, wenn man. Oh. Gar nicht. Okay, ich nehme den 43er. Wenn man nicht liegen kann, muss man sich eine Reihe nehmen, die schon da ist. Und es ist besser, jetzt diese Reihe da zum Beispiel zu nehmen oder diese Reihe zu nehmen, als wenn ich den 67er genommen hätte, dann wäre ich da dran gekommen. Oh, verdammt, das wird nicht besser werden. Den 67er will ich nicht legen, weil dann muss ich die Reihe nehmen. Das will ich nicht. Komm schon, irgendeiner muss da was haben, dass da dran kommt, dass er die Reihe nimmt. Ja, wenn man insgesamt 66 Hornochsen hat, ist das Spiel zu Ende. Ja, zurzeit bin ich noch recht gut. Ich habe jetzt 3 Hornochsen genommen. So, ich muss jetzt irgendwo hernehmen. Das sind
4 Punkte, das sind 4 Punkte. 79 muss eh darlegen. Gut. Nehme ich mal das. 4 Punkte sind 4 Punkte. Also noch mal besser als so. So. Immer noch besser als das, was der genommen hat. Und hey, passt, ich nehme gar nichts mehr. Wow, ich werde wahrscheinlich nicht, ich werde hoffentlich nicht letzter in diesem Spiel. Ich bin so gut, vielleicht kriege ich sogar Punkte dann gegen Ende. So, nachdem alle 10 Karten ausgespielt sind, kommt eine neue Runde. Es geht eben, wie schon gesagt, so lange, bis irgendjemand keine Punkte mehr hier hat. Also ich habe noch 59, ich habe insgesamt 7 Hornochsen genommen. Der 9er drückt vor den 13er hin. Wir lassen das mit dem 5er jetzt noch. Das machen wir vielleicht später. Das ist vielleicht doof, was ich jetzt da tue, aber... Nein, das gar nicht. Den 5er kann ich jetzt so hinlegen dann. Die nehmen... Achso, nein, doch nicht. Außer er nimmt den 9er weg. Mit etwas Glück nimmt er irgendeine andere und nicht den 9er. Komm schon. In den 67er. Ach, na klar, nimmt er den 9er. Diese Ratte. Ach ja, 102. 67 ist das arg. So, dann nehmen wir jetzt trotzdem den 5er. Wir nehmen nämlich den 24er weg. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass der 31er nichts nehmen muss, sagen wir mal, fast zumindest. Mit etwas Pech muss ich sehr wohl was nehmen. Ja. Nein, natürlich muss ich was nehmen, aber wenigstens ist die Reihe, wo nur wenige Panoxen drinnen sind. Ah, ist eh klar. Und den 33er kann ich da jetzt nicht einmal mehr dran. Grrr. Wir werden den 33er trotzdem versuchen. Schon. Ob ich diese mal wieder nehmen muss, aber ich hoffe nicht. Nein, muss ich nicht. 34, 44, 47. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen riskant. Wenn ich den 51er lege, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich da nehme. Vielleicht lege ich lieber den 91er. Und mit etwas Glück nimmt einer eine von diesen, muss einer von denen die eine von diesen reinnehmen. Schaut gut aus, dass eine von den Reihen genommen wird. Nein! Nein, ich muss die Reihe nehmen. Das ist super. Absolut großartig. Ich bin so unfähig, das ist unfassbar. Vertan. Er hat einfach einen kleineren genommen und das da schon. Ach, immerhin bin ich los. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich das auch nehmen könnte, vielleicht. Das Server-Syntax-Error. Ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Ich hoffe nicht bei mir. Hallo? Ich habe eine Karte gelegt. Ich bin im Zug. Nein. Ich muss rausfliegen. Hallo? Ah, den wollte ich nicht nehmen. Naja, zu spät. Ist außerdem kein Unterschied. Puh, Gott sei Dank. Und ich dachte, der Server hat mich gerade rausgehaut. Uah, das ist aber nicht gut.
Obwohl mit 53 ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich jetzt die zumindest nehmen kann. Die bringt nur 3 Minuspunkte. Oh nein, doch nicht. Sehr gut. Muss gar nicht ich nehmen. Nimmt ein anderer für mich. Ah, ausgezeichnet. Tiere kommt auch weg. Ja, versuchen wir mal das so. Ich bin noch gut im Rennen. Derzeit 2x Equo. Mit Arak. Ausgezeichnet und die Reihe kommt auch weg. Das ist perfekt. Damit hat der 85er sicher gut Platz hier. Ja, genau hat er. Spitzenmäßig. Ich habe keine Minuspunkte mehr gemacht. Ich bin entsetzt, wie gut ich bin heute. Sinn. Ich bin noch gut im Rennen. Bin Exequo Zweiter. Ja, machen wir das so mal. Schauen wir mal, vielleicht kriegt hier irgendjemand eine 1er. Nein, natürlich nicht. 12, 14. Nehmen wir den weg. Und 103. Das habe ich jetzt gemacht, damit ich den 13er als nächstes spielen kann, ohne dass der irgendwie blöd ist. Wenn ich den 8er weggenommen hätte, hätte ich den 13er nicht gescheit hinspielen können. Also zumindest war das meine Überlegung. Ich weiß nur nicht, ob es sinnvoll war. Oh, 5, 13. 15, 17, 104. Da hat jemand wirklich hohe. Okay. Das Problem ist, der 20er wird jetzt nehmen. Ich nehme eine wirklich hohe Karte. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Oh, shit. Ah, doch nicht, geht sich aus. 84, 86. 93 und 97. Nicht schlecht. So, ich nehme wieder eine hohe Karte und hoffe, dass die zwei vor mir sind, die das da wegnehmen. Es sind wirklich zwei vor mir. Das ist cool. Das geht echt, echt gut. Und Arak habe ich dadurch überholt. Spitze, ich bin jetzt Zweiter. Ja, allerdings jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, ich werde den 20er nehmen und hoffen, dass irgendjemand auch eine sehr niedrige legt und wegtut. Oder im schlimmsten Fall muss ich halt die Dreierreihe da nehmen. Das sind 3 Minuspunkte, damit kann ich auch irgendwie leben. Ich bleibe dort mit trotzdem Zweiter, ja. Wobei, es wird nicht viel helfen. Nein, ich hätte nehmen sollen. Jetzt müllen wir mit dem ganze schöne Reihe zu wieder. Ja, wobei andererseits. Jetzt machen wir den. Der ist recht hoch. Mit etwas Glück hat. Muss noch irgendjemand das Kleineres hinlegen, um wieder wegzunehmen. Tatsächlich. Ja, das ist jetzt schwierig. Der bringt 5 Punkte und die bringen 4. Also würde ich wahrscheinlich die Reihe dann nehmen. Es kann sein, dass das Spiel in der Runde sogar schon zu Ende ist. Und man noch ein paar Mal nehmen muss.
und auch Marco B. Da bin ich tatsächlich Zweiter nach diesem Spiel. Wow. Schauen wir mal. Also ich muss jetzt viele Karten nehmen, was durchaus sein kann. Arak denkt. Arak ist auch am Handy, sehe ich gerade. Ja, ausgezeichnet. Jeder sich selbst am nächsten. Ja, wir gehen jetzt runter einfach von den hohen Autos. Oh, tut jetzt weh, wer jetzt nehmen muss. Jetzt haben wir da 5, 9 Punkte. Da haben wir 5, da haben wir 5. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, es gibt jemanden, der eine niedrigere Zahl als 41 spielt. Ja. Und wieder Dutra. Ausgezeichnet. Er kriegt jetzt 5 Minuspunkte. Offensichtlich sind ihm sehr viele niedrige Karten übrig geblieben. Ja, du musst irgendwas nehmen. Bleibt da nichts übrig. Und es ist vollkommen egal, was er sich nimmt eigentlich. Im Endeffekt läuft jetzt, ach so, bei andererseits 45 ist das höchste, was jetzt gespielt ist. Es kann schon sein, dass Leute über 45, Karten über 45 auch noch haben. Kann sein, dass sie sich sowas aufgehoben haben. Hm. Schlimmer. Naja, nein, es sind noch immer nur 5 Punkte, die man sich nähern muss. Mhm. 03 hat nicht einen einzigen Punkt gemacht. Ah, und Dutra wieder. Das heißt, das Spiel ist aus, weil wir sind jetzt auf 0 Punkte bei Dutra. Das heißt, mit etwas Glück bin ich tatsächlich Zweiter geworden in dem Spiel. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Ah, Piep muss noch nehmen. Ja. Mit 94 ist er auch auf der sicheren Seite. Hey, wir sind Zweiter geworden. Wir haben 69 Punkte gekriegt für unsere Wertung. Yes, wir sind so großartig. Also Herrschaften, ihr habt 6 nimmt gesehen. Das nächste Mal spiele ich ein anderes Spiel. Was sagt ihr? Ist das eine gute Idee? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Okay, bis dann. Tschüss euch.